Vor einer Disco stirbt Connor Harris nach einer Schlägerei. Drei seiner Schulfreunde eines Elite-Gymnasiums und Rugby-Teamkollegen werden wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Warum kam es dazu? Das ist die Frage, der Kevin Power in seinem Roman Die letzte Nacht des Sommers nachgeht. Und um eins vorwegzunehmen, die Frage nach dem Warum bleibt bis zum Ende des Buches ungeklärt. Das Buch ist das Protokoll einer zum Scheitern verurteilten Recherche und das macht uns der Autor auch von Anfang an klar. Und dennoch, die Geschichte, die auf einem wahren Fall in Irland beruht, erklärt mehr, als uns der Autor glauben lässt. Vor allem befasst er sich mit dem Thema Jugendgewalt auf eine Art und Weise, wie man sie in der medialen Berichterstattung zu einer solchen Tat oft vermisst. Hier geht es um die Schicksale der Menschen vor und nach der Tat. Und auch wenn Kevin Power immer wieder betont, dass er die Wahrheit nicht kennt, die Wahrhaftigkeit, die diese Erzählung zurücklässt, ist beeindruckend und beängstigend zugleich. Ein wirklich fantastisches Debüt des jungen Iren.